FIFA 94. Das Spiel, das ich euch heute zeigen möchte, ist zwar schon ein wenig bekannter, aber weil ich das Teil so gut finde, wollte ich es euch trotzdem einmal in einem Video vorgestellt haben. In dem Spiel Subway Surfer spielt ihr einen Jungen, der beim Besprayen von Zügen von einem etwas pummeligen Polizisten entdeckt wird. Eure Aufgabe ist es jetzt, über die Gleise abzuhauen, damit der Polizist euch nicht einfangen kann. Dabei könnte die Steuerung kaum simpler sein. Zum Springen wischt ihr über den Bildschirm nach oben, um einen Purzelbaum auf den Boden zu machen, wischt ihr nach unten. Swipes nach links und rechts lassen euch zwischen den drei Gleisen wechseln, auf denen ihr laufen könnt. Über einen Doppeltipp könnt ihr dann noch ein Hoverboard aktivieren, welches euch in der Zeit, in der es aktiv ist, vor Zusammenstößen beschützt. Und das funktioniert wirklich einwandfrei. Subway Surfers ist da echt eines dieser Spiele, die genau verstanden haben, wie man einen Touchscreen richtig zum Steuern einer Spielperson einsetzen sollte. Neben den ganzen Münzen, die ihr beim Davonlaufen einsammeln könnt, liegen ab und zu auch einige Power-Ups auf den Gleisen. Der Magnet hilft euch so viele Münzen wie möglich einzusammeln. Die Super Sneakers lassen euch ohne Rampen auf Züge springen, das Jetpack katapultiert euch auf die Überleitungen und der mal 2 Multiplikator, wer hätte das jetzt gedacht, verdoppelt den Wert von eurem Score, mit dem ihr natürlich Runde für Runde versucht, euren Highscore zu knacken. Mit den eingesammelten Münzen lassen sich zudem die Dauer von Power-Ups länger kaufen. Und obwohl das Spiel auch schon so ziemlich interessant ist, gibt es auch noch zusätzliche Missionen, die euch auch auf Dauer herausfordern und an das Spiel fesseln. Die Grafik hat dabei einen echt guten Stil und gefällt mir auch ganz gut. Zur Musik kann ich auch nichts Negatives sagen, die geht nämlich einfach gut ins Ohr und fängt auch nach längerem Spielen nicht an zu nerven. Subway Surfer fühlt sich alles in einem wie eine Mischung aus Temple Run und Joe Danger an, was aber absolut nichts Schlechtes ist, da ich beide Spiele ziemlich genüsslich finde. Aber das Beste ist, dass das Spiel vollkommen kostenlos für iOS und Android zu haben ist, da es sich über In-App-Käufe finanziert, die aber nicht zum Spielen notwendig sind und einem zum Glück auch nicht ständig aufgezwungen werden. An dieser Stelle bleibt mir nur noch eine Download-Empfehlung an euch auszusprechen, denn ein kostenloses Spiel, das auch noch zusätzlich eine Menge Spaß macht, dazu kann eigentlich niemand Nein sagen. Hiermit verabschiede ich mich für dieses Video. Tschüss und bis bald!